So, ihr Lieben, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ark Scorched Earth. Wir spielen heute auf dem Community-Server. Ich bin hier mit Glyrandis unterwegs. Einen wunderschönen guten Abend. Wir haben uns ganz spontan auf den Wolf gesetzt, genau, und waren am Scouten. Und dann sind wir an dem Höhleneingang vorbeigekommen und dachten, ey, das müssen wir jetzt unbedingt erkunden. Und da haben wir schon was ganz Tolles entdeckt. Eine goldene Hand im Stein. Das sieht super aus. Ich finde das sowieso total klasse hier. Guck mal, was hängt denn da oben eigentlich von der Decke? Sind das Spinnenweben oder was? Was da leuchtet? Ja, wahrscheinlich Moose oder Spinnenweben, ja. Ja, so komisch, ne? Okay. Wo wollen wir denn jetzt als nächstes hin? Rechts rum oder links rum? Was meinst du? Ich glaube hier lang. Ja, dann machen wir das mal. Schauen wir mal, was kommt. Man kann dazu sagen, der Anfangsbereich war auch sehr spannend eben. Stimmt, da sind wir direkt schon auf einen Steingolem getroffen. Zuerst Mantis, ne? Ja. Ein paar Skorpione. Aber so ein Dutzend. Ja, aber wir haben hier Glück, wir sind mate-boosted unterwegs mit den Wölfen. Guck mal, hier liegen tote Leichen drin. Also tote Leichen ist klar, aber Leichen drin. Ah, und Knochen da oben. Mumifiziert. Ey, cool. Ja. Da haben die sich echt was einfallen lassen. Diese ganzen Knochenberge überall. Ja. Ich bin gespannt, was als nächstes kommt. Bis jetzt ging es ja noch. Da geht es wieder los. Oh, das ist aber schmal. Da unten ist das Ziel, guck mal. Oh ja, wir sollten schnell rüber. Die Skorpione schmeißen uns das runter. Ja. Oder der Skorpion fällt runter. Ja, wir haben auch das Glück, unsere Wölfe sind auch noch mate-boosted. Genau. Das macht dann noch ein bisschen mehr Baden. Sand und Strolchi. Also Metall gibt es ja auch. Wir müssen darüber. Ja. Da kommen direkt Spinnen. Ach, das ist dieses Ring. Bisschen weit vielleicht. Was? Mach dann mal die Mantis tot. Muss ich da drüber springen? Ist das, geht das ja? Oh. Oh Gott, ich werde bestimmt abstürzen. Ah, Skorpione. Muss ich rennen zum Springen? Hingerannt und dann war ich auf der anderen Seite. Ganz auf der anderen? Ganz auf der anderen Seite. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah! Ich bin drüber. Gut, ich habe hier so einen blöden Tatzelwurm wieder. Ja, dann machen wir den doch mal platt. Okay. Oh. Du. Ist schon mal eine spannende Passage. Ja. Mein Herz. Ich kann da nie wieder zurück. Es sind noch mehr Gräber. Mhm. Naja, gut, jetzt lohnt es auch nicht mehr. Nee. Staubig alles gemacht hier. Mhm. Oh, und jetzt? Was ist das? Uah, was ist das? Achso, das ist wieder so ein Spuckvieh. Ah, Mist. Mistviecher, echt. Ging ihm auf die Rüstung, ja. Der packt da in dem Stein rum. Aber ich mach Schaden hier. Ja. Haben wir. Okay. Mal langsam laufen. Ja. Trotz Gammas. Oh, da kommt es wieder ein Rockelement da unten. Der hat sich gerade verwandelt. Rechts ja, von der uns. Ja, der kommt doch irgendwie hoch zu uns. Mhm. Haben die eine ganz schön große Aggro-Reichweite. Mhm. Aber guck mal hier. Sind wir schon da? Ja, zumindest an diesem Artefakt-Container. Schau doch mal rein. Oh, ein Stachelskin und, was ist das? Artefakt des Torhüters. Mhm. Cool. Was kann das, dieses Skin? Ein Speerskin ist das. Ach so, okay. Dann ziehen wir den doch mal auf die Pike, hä? So. So. Ah, ja, Wahnsinn. Cool.
Das ist toll, ja. God of Car? Der Oh ja. hinter dir schmeißt übrigens der Rock Elemental seine Steine. Echt? Ja. Triss nicht, triss nicht. Krachen gegen die Brüstung da. So, schön. Doch, sieht gut aus. Der kommt doch bestimmt gleich nochmal wieder, ne? Der Loot, oder? Ja, wir können kurz warten. Eben, dann klickst du mich auch ein. Da unten sind noch Schlangen, also es muss irgendwie noch hingehen. Wir sind alle nur runtergefallen, das könnte natürlich auch sein. Weiß nicht. Kann natürlich sein, dass es noch weitergeht. Dann müsste man nach vorne rechts runter, genau. Hier halt Also über die alles. Brücke und dann rechts. Aber wie lange dauert das mit dem Respawn? Ich weiß nicht. Sonst kommen wir einfach auf dem Rückweg vorbei. Der Normalerweise dauert das ja Steingolem ist nicht noch da lange. unten, guck mal. Ja, Er er hat lauert. Spaß. Der lauert. Na gut, drehen wir mal um. Was ist denn das für ein Level? Ein Achter. Och nö, wie süß. Wir müssen bestimmt an dem Golem vorbei, oder? Wahrscheinlich. Aber hier vorne ist erstmal alles voller Viecher. Ich sehe nicht mal was. Ach, Zünd mal guck an. mal. Ah, da kommen noch mehr. Wieso habe ich nur noch 76er Beißschaden? 14? Skorpione haben einen besseren Panzer, da Ach macht man nicht so, ganz so viel Schaden. okay. Da kommt noch Ah, mehr. noch mehr Spinnen. Ja, solange sich diese blöden Atropoleura-Dingsbums, nee, wie heißen die? Ja, die Ja, Tausendfüßler. diese Spuckviecher sind, ist alles gut. Da kommt eine Schlange. Da sitzen nochmal zwei Skorpione. Dahinter noch eine Mantis. Aber die ist hinter den Skorpionen gebackt. Die sollten uns zuerst holen hier. Ja, alles Ja, klar. das ist leichte Stelle. Schön. Das klappt ja prima. Siehst du noch was? So, Nö. mal gucken, ob unser Freund der Steingolem auf uns wartet. Aha. Noch ein Skorpion. Wieso hauen die eigentlich ab? Die sollten zu uns kommen. Die haben Angst vor dem Golem, deswegen sind in einer anderen Richtung unterwegs. Über uns ist der Golem, glaube ich, oder? Ja, der hängt über uns in der Luft. Schau mal hoch. Genau über uns schwebt er. Oder Ach ja, bewegt guck sich. mal da. Oh, bitte, hoffentlich fällt er jetzt nicht runter. In der. Ja. Der fällt uns dann gerade um den Kopf. Sind wir jetzt hier Aber hier geht es eh nicht richtig? weiter, oder? Da geht's wieder hoch, oder? Nee, hier ist Ende. Ende, okay. Mussten wir da irgendwie anders abbiegen, vielleicht? Rechts rum, Keine stimmt. Abbiegung bisher gefunden. Hier waren die ganzen Viecher. Hier ist auch nichts. Muss man da rumgehen? Ne, da ist auch nichts. Also die Höhle ist wahrscheinlich nur klein. Ich denke mir, Okay. wir haben den Boden erreicht. Da Dann. oben ist wieder unsere Brücke. Mal gucken, ob der Loot wieder da ist. Ja. Ah ja, super. Ja, die Picke ist auch wieder drin, das Artefakt, genauso. Prima. Dann Aber gehen wir raus. ich bin noch nicht bereit für den Sprung. Ja, das ist heftig, da habe ich auch ein bisschen Bammel. Ich habe da ein bisschen Schiss, ja. Vielleicht hätten wir erst ein paar Nachzuchten machen sollen. Weil wenn wir jetzt sterben, dann haben wir auch alles verloren wieder, ne? Ich häng fest. Ah, jetzt. Aber es ist echt toll gemacht hier. Ja, das ist total schön. Ist das hier? Oh Gott, oh Ja. Gott, oh Gott, oh Gott.
Es ist so ein bisschen Überlege jetzt schräg. gerade, ob ich mal ohne Sprinten springen soll. Keine Ahnung, wie weit ich da springe. Ich muss mal kurz testen. Er macht dann so einen schönen Satz nach vorne. Ich glaube, ohne Sprinten geht auch. Und hier müssen wir wahrscheinlich dann sprinten. Nee. Bin mal vorm Aufklatschen abgesprungen. Das war ganz angenehm. Ich habe überlebt. Oh Gott. Oh. Echt? Ja, zum Wolf ist Heidanai. nichts passiert, nur ich habe ein bisschen Schaden bekommen. Erstmal was essen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das Blöde ist, man springt nicht hoch genug, ne? Auch von der Mittelrampe kam ich auf diese ganz hohe nicht drauf. Okay. Gibt es vielleicht noch einen anderen Ausgang? Nee. Mal da rechts hinhüpft, das würde man schaffen, aber davon da bezweifle ich, dass man hochkommt. Komme ich jetzt darüber? Wir hätten Baumaterialien mitbringen können. Hätten wir uns eine Rampe gebaut. Wobei, Steine liegen doch hier genug rum. Ja, aber kein Holz. Ah, oh, ja, stimmt. Das haben wir vorne zum Braten verbraucht. Richtig. Was habe ich denn noch dabei? Ich habe nur Wasserleitung. Da kann man sich nicht dran ranhängen, hangeln. Nee. Der Wolf springt nicht hoch genug, also das sieht nicht aus, als hätte ich eine Chance. Mit Sprinten auch nicht. Ja, gesprintet, weil das ein Riesenabstand ist. Frage, von wo an man rennen muss. Oder ob ich da ein bisschen nach rechts springe. Ich versuch's mal rechts. Ah, okay, spring nach rechts. Das klappt. Moment, ich muss Also mal. den ersten Sprung ohne Sprinten, einfach nur zur Kante laufen, weiterlaufen und dabei Leertaste drücken. Ja. Und dann beim zweiten springst du rechts an diesen Vorsprung, diesen kleineren. Okay, und dann kommt man da dann wieder hoch? Da geht's dann hinter dem Felsen hoch, ja. Okay. Wenn ich falle, muss ich eh drücken, ja? Ja, du fällst normalerweise irgendwie so gegen Felsen, bevor du unten ankommst. Es ist ein paar Sekunden, da kannst du dann eh drücken. Da kann der drüber springen, ja? Ja. Laufen und dann, also während dem Laufen Leertaste drücken, ne? Nur nicht sprinten, sondern ganz normal laufen. Gehen. Ja, gehen und dann am Ende Leertaste. Genau. Und jetzt springst du in meine Richtung auf diesen Felsvorsprung mit Sprinten. Den da, ja. Okay. Nimm ruhig ein bisschen Anlauf. Ja. Mal gucken. Hans, ich kann noch was. Kann noch was. Wow. Wenn ich die gleichzeitig drücke, die Tasten, dann sprintet der dann auch. Ja, du hältst Shift einfach fest, drückst W zum Vorwärtsrennen und dann Leertaste. Aber Das passt. Shift kann ich sowieso schon drücken, Das vor W. kannst du schon vorher drücken, genau. Okay. Jawohl. Boah. Einmal tief durchatmen. Schisshase, Schisshase, ja. Sind die anderen Viecher bestimmt wieder gespawnt. Und wir hatten noch das Rockelement da hinten irgendwo liegen, ne? Wolf, du hängst fest. Wieso hängst du? Ah, jetzt. Okay. Da geht's nicht weiter. Ach, das ist unsere Hand. Ja. Dann hier durch die Jetzt kommt. Nische. Ja, muss man sich ein bisschen kleiner machen. Ah, und das Oh, Rockelement direkt, genau. Oh. Aua. das war aber nur das eine, oder? Nicht um die Ecke hier noch eins? Ich meine ja. Naja, das sehen wir jetzt gleich. Ja. Ist aber noch nichts respawned, ne? Nee. Wundert mich gerade ein bisschen.
wieder unsere schicke Sandbrücke. Boah, ich habe jetzt gerade an Indiana Jones gedacht Oh, hier ist Respawn. und dachte, es müsste eigentlich. Eine Kugel kommen. Ah, super. Ja, genau. Das schießt nicht weit genug. Nee. Ach je. Verdammt, ich bin abgestiegen. Was der mich so erschrecken. Dann sind wieder diese blöden Pleurer-Dinger und ich bin nackt. Ist wieder alles respawned. Eieiei. Achtung, Rock. Hier ist der zweite Rock. Also wir haben zwei. Ja. Da kommen schon wieder die Noch eine Spinnen. Mantis. Verdammt. Oh. Geht aber noch, geht So. noch. Aua, der haut mich aber. Ah. Gut. Jetzt noch eine Fledermaus. Boah, der Stein. Okay. Einmal über die Brücke, dann sollten wir ihn abgehängt haben. Oh. Nicht runterfallen. Muss meinen mal hochfüttern. Mann, da geht noch. Hätten wir da unten noch anders abbiegen können, oder meinst du, das war. Nee, ich glaube nicht. Also, das sah jetzt so nach Ende aus. Da unten waren noch ein paar runtergefallene Tiere. Wenn man selbst runterfällt, hat man die Chance, halt nochmal hochzukommen. So, das war die erste Höhle. Ja. Aber cool, oder? Ja, war spannend. Muss ja gleich ein Screenshot machen mit unseren neuen zwei Sachen, die wir da gekriegt haben. Genau, ja. Geschafft! Und fast nackt. Ich habe zum Glück einen Helm noch in der Höhle, ein Hemd in der Höhle gefunden. Hat bestimmt einen Skorpion getragen. Ja. Ja, wie wär's mit dieser schönen Aussicht hier vor den leuchtenden? Oh ja. Das sieht gut aus. So, meinen Wolf auch parken. Einmal so. Wie ein V am besten. So. Genau. Genau. Okay. Nackt, wie ich bin. Ja, ich habe Super. auch keinen Helm mehr an, keine Schuhe. Zum Glück versinke ich im Sandboden. So, einmal K drücken. Und gucken. Die Wölfe drauf kriegen. Ein bisschen nach vorne. Sitt, sitt. Der Wolf frisst. Ja. So, F12. Jawohl, Hammer. Schön. Wunderbar. Ja, ihr Lieben, das war die Höhle unten in diesem Sandtunnel. Was ist das? Eine Schlucht, Sandschlucht. Da haben wir die Höhle jetzt gerade bewältigt und das war mega spannend. Ich fand es richtig schön. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt Ark Scorched Earth. Vielleicht vom Community Server, wer weiß. Also macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.